Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Ja, Freunde, eigentlich waren wir eben noch in einer Art Kunstmuseum. Jetzt scheint es so, als sind wir in einer Art Gefängnis. Und wir haben ein Loch vor uns und sollen dort eventuell hinunterspringen. Jeder normale Mensch mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand würde das nie im Leben tun. Aber hey, James Sunderland hat ja auch schon in vollgeschissene Klodinger reingefasst und... Ja, er ist halt anders, also wir springen. Er hat's getan. Das sieht ja nett hier aus. Es ist nur eine Wand. Ja, super. Na, wenigstens leben wir. Es ist nur eine Wand. Es ist nur eine Wand. Es ist überall nur eine Wand. Was machen wir jetzt? Bin mir nicht mehr sicher. Wir müssen eigentlich irgendwo eine brüchige Stelle finden, oder? Wir gehen jetzt alles nochmal ganz genau durch. Irgendwo muss es ja weitergehen. Das fängt ja creepy an, hey. Also ich möchte nicht so enden. Ne, also hier ist sonst gar nichts. Moment. Daran kann man unmöglich hochklettern. Es ist nur eine Wand. Verdammt, hey. Also, entweder finde ich die Stelle nicht, wo was geht, oder... Halt, 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 da war's. Moment, da war eben was. Irgendwo hier... das ist anders. Dieser Fleck hier fühlt sich anders an als eine normale Wand. Ob ich sie wohl durchbrechen könnte? Ja, das klingt doch mal gut. Dann werden wir da mal was Passendes nehmen. Wie wär's mit dem Stahlrohr? Dann probieren wir das mal. Na. Wunderbar. Doch nochmal hier entkommen. Wäre fies, wenn nicht. Hey, was ist hier los? Okay, gut. Machen wir dich mal mit Nahkampf hier. Oh, was fliegt denn hier? Hier ist noch irgendein Fliegevieh. Das mag ich überhaupt nicht, sowas. Eieiei, das braucht auch ganz schön viel Schläge. Was ist denn das? Was höre ich denn da? Das macht mich ganz wahnsinnig. Also hier auf der Seite ist nichts. Ah, da ist noch so ein Mistvieh. Komm, stirb. Zum Glück ist die Reichweite dieser Waffe gar nicht mal so schlecht. Oh! Okay, nochmal gut. Alter, diese Fliegen, ey, das ist ja widerlich. Ja, hopp, drauftreten! Mensch, James, du weißt doch, was dann passiert, wenn du nicht drauftrittst. Komm. Nee, 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 nee. Also... Alter, hier ist doch gar nichts. Nahkampfwaffen ist nicht so mein Ding. Alter, diese Geräusche, aber man sieht keine Fliegen. Das ist... Was soll ich dazu noch sagen, ne? Dann gehen wir erstmal hier rein. Okay. Hier, wir stehen irgendwie nicht Kopf, aber die Schwerkraft ist gerade ein bisschen out of order. Dort unten ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Oh Mann, das ist ein bisschen verrückt. Aber nur ein bisschen. Moment, bevor ich durch diese Tür gehe, gucke ich dann doch erstmal, ob die andere geht. Nein, okay. Dann haben wir das auch geklärt. Ich brauche also einen Schlüssel. Okay, ja, gut. Da hinten liegt ja der Schlüssel. Wunderbar. Ich habe den Schalter gedrückt, aber nichts passiert. Ich habe gerade auf meine Taschenlampenschalter gedrückt und es passiert nichts.
Gibt's ja wohl nicht. Okay, ich glaube, die Batterie ist leer. Und die Tür ist abgeschlossen. Okay, da hinten ist doch was. Sieht er wahrscheinlich nicht. Ja, klasse. Aber wir haben ja mal eine Batterie bekommen, oder? Wenn ich mich nicht irre. Eine Batterie. Verwenden. Ich habe die Batterie der Taschenlampe ausgewechselt. Wie ekelhaft, ey. Okay. Und hier haben wir anscheinend ein Rätsel. Ich glaube, das Rätsel ist relativ einfach. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, weil wir spielen auf Schwierigkeitsgrad hart. Es kann alles anders sein, aber euch fällt bestimmt auch auf, dass drei Zahlen deutlich heller sind wie die anderen. Und diese werden wir jetzt einfach mal drücken. 1, 3, 9. Falsch. Falsche Reihenfolge wahrscheinlich. Und wir bekommen Schaden. Wir müssen es gleich nochmal probieren. Dann probieren wir es mal mit 9, 3, 1. Ist auch falsch. Okay. Es gibt noch ein paar Kombinationen. 1, 9, 3. Falsch. Gleich wieder rein. Moment. Was gibt's jetzt noch? Es gibt noch 3, 1, 9. Richtig. Und nix wie raus hier. Oh Gott, wie widerlich. Ich hasse so Viecher, ey. Oh Mann. Geil. Geil inszeniert einfach nur, ey. Da geht die Taschenlampe aus, was noch nie im Leben passiert ist. Und dann muss man die Batterie reinsetzen und dann sowas. Richtig krank. Ja, das Rätsel relativ einfach, dafür, dass es auf hart ist. Ich weiß gar nicht die Unterschiede, wenn man es auf leicht und normal spielt. Kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Aber auf jeden Fall hat es immer was damit zu tun, wie diese Tasten aussehen. Nach dem Motto, ja, die drei hellen wurden halt weniger benutzt, deswegen sehen sie noch so sauber aus. Keine Ahnung. Okay, wir benutzen den Schlüssel. Ich würde aber sagen, wir stellen uns dahin. Benutzen jetzt den Schlüssel. Wir wollen ja nicht gleich runterfallen. Aber wie ich James kenne, will er mal wieder todesmutig runterspringen. Yo. Jetzt steht er hier auf der anderen Seite, du Knilch, du. Na gut, dann tu's halt. Ich weiß, du stehst drauf. Was, die Tür ist stockdunkel? Ich kann nicht erkennen, wie weit sich die Dunkelheit erstreckt. Ganz ehrlich, weiter wie deine Beine eigentlich vertragen würden. Aber egal, tu's einfach. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head, pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie? Jo, also so ganz traurig Eddie jetzt auch wieder nicht. Wieso haben wir auf einmal die Waffe ausgerüstet? Das war doch vorhin... Ach, das ist ja meine Nahkampfwaffe. Ja, also ich traue ihm nicht so ganz, diesem Eddie, was er da ablässt. Ich werde mal eine Kleinigkeit zu mir nehmen. So. Ja, Mensch.
Da liegt er nun. Es ist eine Leiche. Der Körper ist mit Einschusslöchern übersät. Und ich sehe da einen Schlüssel. Würdest du den mal nehmen? James, da liegt ein Schlüssel. Da, auf dem Tisch. James, neben der Leiche. Sind sie von der anderen Seite ran? Ich bin doch nicht blöd, da liegt doch ein Schlüssel, verdammt nochmal. Jetzt nimm doch das Teil. Komm, ganz cool, wir gehen da nochmal hin und... Geht nicht. Okay, dann muss ich das so akzeptieren. Wehe, mir fehlt später ein Schlüssel, mein Freund. Dann setzt's was. Okay. Dann eben nicht. Vielleicht ist es wirklich nur Zierte ausnahmsweise. Das zum Glück aber nicht. Das war ein Gesundheitstrink. Und wir wechseln mal die Kamera. Ah ja, da ist noch mehr. Hier, was... Ach, das sind... Ich habe die Tafel gefräßiges Schwein. Okay. Nett. Schöne Tafel. Okay, hier ist noch eine Tür. Und hier ist ein Speicherpunkt. Da werde ich jetzt persönlich einen kleinen Cut machen. Aber für euch geht es natürlich gleich hier weiter in diesem doch sehr unheimlichen Gefängnis. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch noch was. Ja gut, ich muss mich jetzt nicht verabschieden. Es geht ja weiter für euch. Also ja, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Weiter geht's bei Silent Hill 2. So, das letzte Mal. Okay, ich muss jetzt nicht gerade anfangen. Ihr seid ja noch im gleichen Part. Wir haben ja schon ein bisschen reingespielt. Wir sind im Gefängnis. Wir haben Eddie wieder gesehen. Aber ich muss es für mich einfach jetzt nochmal sagen, um mich, ja, ein bisschen wieder zurechtzufinden. Wir haben zwei Türen zur Auswahl, wenn ich das richtig sehe, aber die geht nicht. Wunderbar. Dann geht's in diese Richtung. So, da höre ich auch schon die ersten Feinde. Mich würde dabei interessieren, nein, wir haben keine Karte von dem Gebiet. Das habe ich schon fast befürchtet. Das heißt, ich muss gut aufpassen. So, wo ist der Gegner? Natürlich jetzt auch eine gute Frage. Laufe ich ihm entgegen? Es wird lauter, also vermute ich mal ja. Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente. Sie haben aber nichts mit mir zu tun. Wir müssen jetzt uns sowieso erstmal um den Gegner kümmern. Ach nein! Nicht schon wieder diese Kacke, hey. Bleib doch einmal hier. Oh. Ey, wie ich das hasse. Komm, dreh doch! Oh, jetzt steht's wieder. Dreht, 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 dreht. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Man hat's nicht einfach mit diesem James. Wie er halt manchmal einfach nicht drehen will. So, warum guckt er das denn so? Da liegt doch noch was. Patronen, genau. Sehr gut. So, wo habe ich denn jetzt angefangen? Jetzt hat mich dieser Gegner wieder total aus dem Konzept gebracht. Von hier kam ich, oder? Nochmal kurz checken. Nein, von hier kam ich nicht. Denn die Kamera wirkt ganz anders auf mich, oder? Nee, doch, von hier kam ich. Ich meine immer noch, dass da ein Schlüssel liegt, Mensch. Naja. Gut. Dann, ja, wo checken wir zuerst? Wir gehen mal in die Richtung. Ah, sehr gut. Da geht es nämlich überhaupt nicht weiter. Dann ist das schon mal klar. Gut. Was ist hier? Oh, der Controller vibriert wie die... Alter, was ist mit dem Controller gerade los? Hier ist doch nichts. Jetzt ist was. Oh, ja, Gefangene. Ja, dann bleib mal schön da drin. Kann die Tür nicht öffnen. Oh Mann, ich würde gern vor mir sehen. Und da gibt es auch ein paar, die da draußen rumrennen. Oh, verdammtes Nachladen. Wie ich es hasse. Red doch drauf. Komm. Geht doch. So. Ja, das Vieh bleibt mal schön da drin. Ja, jetzt kotzt mich auch noch an. Blöd, Mann. War ja fast zu erwarten, aber ich hab's testen müssen. Was ist hier? Ist hier was drin? Oh Mann, diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Gut, ich könnte es ja auch töten, aber das wäre eigentlich Munitionverschwendung. Da ist noch eins drin. Diesmal kotzt du mich nicht an, mein Freund. Hier ist noch was. Überall auf dem Bett... Und im Boden liegen Bücher verstreut. Halt, was war das? Schwarze Magie aus dem Abgrund. Wiederauferstehung der Toten. Die Chronik des Agrippa. Manuskript des der Eisernen Ringe. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht so viele Gedanken machen. Ja, ist vielleicht besser so. Überall auf dem Bett
Ja gut, das wissen wir schon, aber da liegt doch was. Eine Wachspuppe. Aha. Wir haben eine Wachspuppe erhalten. Okay. So, und ein nächster furchteinflößender Gang. Und schnell drauf. Brav. Mensch, James, du kannst doch, wenn du willst. So, da kann er aber nicht durch. Mensch, ich hoffe, ich finde bald eine Karte, wenn es überhaupt eine gibt. Und mehr Patronen. Oh, diese Musik. Okay, langsam, aber sicher werde ich die Orientierung verlieren, wenn das so weitergeht. Na komm, schieß nochmal. Und drauf. Gut. Ja, ihr merkt schon, das ist ein ganz schön großes Areal. Oh Mann, wo ist die Karte? Ich könnte jetzt hier weitermachen, aber ich gehe jetzt erst im Gang nochmal zurück. Oh, da liegt das Vieh schon wieder. Ich hasse das. So. Ist mal Ruhe hier. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht zurück. Ich bin mir unsicher. Oh, hier scheint Ende zu sein. Gut, das ist gut, denn somit weiß ich, wo ich hin muss. Und schon wieder ein Gegner. Oh Mann, Leute. Was ist hier jetzt für eine Musik? Da ist doch nichts. Hey, da liegt was drin. Ich sehe es genau. Ich komme schon da rein. Okay, das klingt ein bisschen creepy. Aber ich komme hier gar nicht rein. Warte mal, ich habe aber nicht jede Tür ausprobiert. Ah ja, es geht doch. Und da ist nix. Ich habe die Tafel der Unterdrücker. Okay. Noch eine Tafel bekommen, ist schon die zweite. Hier sind Magazine, nicht wirklich interessant. Die Eisenstangentür ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht aufbrechen. Hä? What the fuck? Hallo? Geht doch! Mensch, mach mich nicht schwach hier. Das wäre jetzt ein bisschen... ja, creepy gewesen, wenn ich da nicht hätte raus können. So, ich check jetzt nochmal, auch wenn das ein richtig ekelhaftes Geräusch ist, was ich da höre. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Es kann ja sogar reden. Das ist mal was ganz Neues. Ah, hier geht noch was. Was haben wir hier? Aha. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Muss ich mir das merken? Ich schreibe mir diese 436 lieber mal auf. So, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man das braucht. Nein, ich möchte es mir nicht nochmal angucken. Oh, das ist ja was anderes. Brennender Mann. Hm. Okay. Da ist auch noch ein Bild. Fliegende Frau. Interessante Kunstwerke sind hier. Na gut. Keine Ahnung, ob ich das wirklich, ob man das wirklich braucht. Wir werden es noch rausfinden. Jetzt gehen wir erstmal komplett hier durch. Jetzt ist sie offen. Jetzt sind wir jetzt wahrscheinlich wieder relativ am Anfang. Warum vibriert der Controller während dem Ladescreen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, hier liegt die Karte. Mensch, ein Glück. Jetzt können wir uns erstmal orientieren. Gleich mal drauf gucken, wo wir schon waren. Das merkt er sich ja alles wunderbar, wie ihr seht. Hier unten haben wir angefangen. Aha, wir haben das ja ganz gut schon durchgecheckt, muss ich sagen. Was wir uns noch angucken könnten, wäre zum Beispiel die Mitte. Falls die aufgeht, die da. Jawohl. So, von wo kommst du? Oh, tolle Kamera mal wieder, ey. Ja, super. Danke, Kamera. Ja, und durch das Nachladen jetzt wieder... oh, Mann. Okay, jetzt fällt er durch die Wand. Auch toll. Kann ich nicht mal drauf... dreht doch! Mensch, James, ich bring dich noch um irgendwann. Wo ist denn das Vieh jetzt? Ah, hier. Hi.
Wie er halt ganz cool dran vorbeiläuft und nicht tritt. Das ist faszinierend, ey. Faszinierend. Tritt jetzt da drauf, Junge! Gut. Und da jetzt auch noch. Boah, Alter, ich krieg noch ein... sowas von ein Harry von dem Kerl, also... Schaut sich an, ich bin fast tot und ich mach nichts dagegen. Er sieht ja auch interessant aus. Was soll das eigentlich sein? Sieht aus wie so ein verkrüppelter Hase. Naja. Wir nehmen dann mal besser gleich so ein großes Teil. Und gucken uns an, was da liegt. Das scheint wieder so eine Tafel zu sein. Die Verführerin. Schön. Hier ist eine Dusche. Sie ist aber kaputt und es kommt kein Wasser heraus. Ich glaube auch nicht, dass du hier duschen willst, ganz ehrlich. Ich kann auf diese Duschsequenz sowas von verzichten. So. Können wir uns endlich in Ruhe hier umgucken. Ich kann die Kamera leider überhaupt nicht drehen. Von hier kam ich ja, ne? Wir gucken mal schnell. Ja, von hier kam ich. Dann gucken wir noch in die andere Seitentüren. Aha. Was haben wir hier? Gut, also wenn du mal austreten musst, James, du hast hier Dutzend Möglichkeiten. Sag mir später, wenn wir im Finale sind, dann nicht da, ne? Keine Ausreden dann. Gibt's keine Pipi-Pause mehr. Ah, na gut, er will nicht und ich kann hier nichts weiter öffnen. Das heißt, wir gehen. So. Jetzt muss ich wohl noch mal ins alte Gebiet. Ich sehe nämlich, ich habe hier ein paar Türen übersehen. Wer weiß, vielleicht komme ich da noch wo rein. Ich könnte aber gerade die gegenüber auch mal schnell probieren, ob die aufgeht. Nein, okay. Dann ab ins alte Gebiet. Habe ich das schon gelesen? Liegen Dokumente, sie haben aber nichts mit mir zu tun. Ach ja. Mal wieder das klassische Desinteresse von unserem guten James. Und hier sind schon wieder Gegner. Wobei, das ist vielleicht der Gegner, der eingesperrt ist. Aber vielleicht komme ich gleich zu ihm, weil... ne, ich glaube nicht. Die fehlenden Türen kommen erst hier. Geht nicht, geht nicht. Da war ich schon, oder? Scheint so. Okay, war ich überall? Nein. Wahrscheinlich die eine Tür mit dem Vieh drin habe ich noch nicht gecheckt. Und ich muss sie einfach checken. Auch wenn ich fast sicher bin, dass da nichts geht. Und da ist auch dieses komische Geräusch. So, ich glaube, ich war jetzt aber echt überall, oder? Ja, gut. Dann gehen wir jetzt wieder den anderen Gang. Sorry, dass das jetzt gerade ein bisschen doppelt gemoppelt ist, aber ich habe eben jetzt erst die Karte. Nun kann ich das erst komplettieren. Ich möchte das alles komplettieren. Oh, die geht sogar auf. Hätte ich nicht gedacht. Na dann mal schauen. Oh, große Fläche ist nie gut. Große, 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 große Fläche. Oh je. Ich glaube, das ist das Final-Stage. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen noch was machen, damit hier was geht. Aha, was haben wir hier? Ich gebe dir Blut als Zeichen meiner Buße für die drei Sünden. Steht oben auf dem Bild. Unter dem Bild gibt es drei quadratische Vertiefungen. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie zwei Pyramid Heads, in der Mitte wahrscheinlich ich. Super. Okay, ich gehe mal da hoch. Ich weiß, ich kann da meine Tafeln wahrscheinlich reinmachen. Drei Stricke hängen vom Gerüst. Hm. Nein, wir sind noch zu jung zum Sterben. Wir gucken uns erst hier noch ein bisschen um. Und wenn hier nichts ist, würde ich vorschlagen, machen wir die Dinger rein, ne? Wenn wir sie jetzt schon voll komplett haben. Was soll's? Ich hoffe einfach mal, dass ich dann noch zurückkomme und mir den Rest anschauen kann. Hier ist ansonsten gar nichts. Richtig öde. Und sowas von dunkel, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, dann wollen wir mal. Ich habe keine Ahnung, welcher Reihenfolge die rein müssen. Ich hoffe, das macht James automatisch. Mal schauen. Ich habe die Tafel der Unterdrücker reingesteckt. So, das ist ja ganz gut, dass du das an der Stelle reingemacht hast, denke ich mal. Das hätte ich auch gemacht. Der Unterdrücker da links mit Pyramid Head, warum nicht?
Was haben wir noch? Jetzt haben wir noch die Verführerin und das gefräßige Schwein. Puh. Bin ich mal das gefräßige Schwein hier? Jawohl, hast du toll gemacht. Zu guter Letzt die Verführerin. Und? Okay, es war zum Glück jetzt nicht so laut, als dass ich mich erschrecken könnte. Wir haben einen Schrei gehört. Klang so, als haben wir alles richtig gemacht, aber was hat sich jetzt geändert? Wir wissen es nicht. Hier ist zumindest nichts. Naja. Kann ich die Dinger nochmal rausholen? Habe ich vielleicht doch was falsch gemacht? Nö, anscheinend alles richtig. Ich glaube auch nicht, dass es da eine Reihenfolge gab, eine wichtige. Und wenn doch, dann haben wir es halt zufälligerweise auch, ja, halt richtig gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe ein Hufeisen. Okay. Na, dann hoffen wir mal, dass es dir Glück bringt. So. Ich würde sagen, wir checken noch. Da ist eine einzige Zelle, die ich nicht überprüft habe. Die werden wir jetzt mal checken. Wir müssen sowieso zurück. Denn sonst haben wir alles. Oh Mann, diese Musik, hey. Da fühlt man sich sowas von nicht wohl. Aber das ist wohl beabsichtigt. So, genau die nächste Tür rechts habe ich noch nicht gecheckt. Boah, die Klappe, hey, ich hasse das Geräusch. So, das war's, oder? Jawohl, nix wie weg hier, ich will das nicht mehr hören. Ich meine, was soll das sein, bitte? Alleine die Tatsache, dass man es nicht sieht, macht noch deutlich mehr Angst, finde ich. So, ja, ich weiß, ich übertreibe es jetzt gerade wieder ein bisschen mit dem... mit dem Kartengucken. Wir gucken jetzt erstmal da rechts, ob ich da reinkomme. Wenn nicht, dann werde ich die gegenüber probieren. Mal schauen. Oh, okay, das geht nicht. Dann gehen wir gleich hier rein. Ja. Oh, ich, einen Moment bitte. Okay, weiter geht's. Nein. Nichts verwenden. Ja, Entschuldigung. Ich bin immer noch erkältet. Das ist echt ein bisschen blöd, aber... Ich will trotzdem spielen. So. Wir können hier durch. Okay. Ausnahmsweise mal keine Gegner. Dann werde ich gleich mal die Tür probieren. Jawohl. Oh, was haben wir denn hier? Ein Feuerzeug. Oh, ganz nett. Und ich glaube, ich muss auch nochmal auf die andere Seite. Da liegt nämlich ein Köfferchen für mich. Das möchte ich nicht ignorieren. Was steht hier geschrieben? Nichts. Mensch, Mensch, jetzt habe ich aber auch wirklich einen bösen Frosch im Hals. So, weiter. Nochmal zurück schnell. Einfach schnell dieses Köfferchen holen. Ist mir wichtig, auch wenn ich schon sehr viele habe. Wer weiß, wie das Spiel noch anziehen wird. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, das sind wir. Ja, klassische, ne? Klassisches Zimmerchen, wo der Gefangene sitzen darf und auf der anderen Seite der Besucher. Denn Sicherheitsvorkehrungen müssen sein, auch in Silent Hill. So, jetzt aber, die letzten Türen. Da geht nichts. Auch nichts. Ja, wenn es lange lädt, ist das nie ein gutes Zeichen. Okay, ich gucke erstmal auf die Karte. Hier ist ja eigentlich sonst nichts, ne? Okay, es ist nur ein kleiner Raum. Okay. So, hier ist anscheinend niemand. Ah, letzte Tür natürlich. Ist da jemand? Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. Das ist beruhigend. Dann ist hoffentlich auch niemand drin. Wobei, Besetzzeichen. Hm. Vielleicht ist es tot, was immer da drin ist. Hm.
Moment nochmal. Okay, dann halt nicht. Boah! Scheiße, Mann. Scheiße. Mann, ich hab echt... Ach Gott, wie blöd, ey. Echt, ich meine, ich kenne ja das Spiel, ne? Und ich hab da dran geklopft und hab gedacht, da kommt irgendwas. Ich weiß, dass da was kommt. Geh. Und hab mir gedacht, da kommt ja gar nichts. Ich werd's nochmal versuchen. Hab extra öfters geklopft, dann habe ich gedacht, muss ich mit Silent Hill 3 verwechselt haben. Oh, und dann hat's mich doch noch gekriegt, du Scheißvieh. Mann. Raus hier. Scheiße, das ist der Nachteil, wenn man die ganzen Spiele da nicht mehr auseinanderhalten kann. Ich glaube, so eine ähnliche Szene gibt's auch im Dreier, meine ich. Es ist sowieso so ein typisches Silent Hill-Klassiker, irgendwas in den Toiletten zu machen. Also in den Toilettenräumen. Fast in jedem Teil ist das so. Irgendwas Spezielles passiert da immer. Oh Mann, hat mich das jetzt total unnötig gekriegt, hey. Das ist so... Oh, ich wusste es doch eigentlich. Aber manchmal ist es fast noch schlimmer, wenn man es weiß. Aber nicht genau weiß, wann. Boah, hey. Okay. Gespeichert. Wir werden wohl dieses Areal gleich verlassen, wenn das so weitergeht. Nochmal gucken. Ah, ein paar Türchen haben wir noch. Wenn sie denn aufgehen. Ah ja. So, da haben wir einen Kamerad. Wo bist du? Hier. Na, nachladen. Schnell. Penner. Jetzt mach doch mal. Na, wenigstens hat er mal gleich drauf getrampelt, unser Freund. Und hier ist schon wieder ein Erster-Hilfe-Kasten und er sieht noch etwas. Das scheint so ein Zimmerchen für einen Wärter zu sein. So ein Aufenthaltsraum. Da liegt ein Gesundheitstrink. Gut, so langsam mache ich mir da echt keine Tagebuch. Interessiert dich das nicht? Hallo? Ja. Häftlinge fühlen keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Verbrecher. Sogar der ungebildete Rohling wird die wenigen ihm bekannten Worte benutzen, um sich zu rechtfertigen. Und die haben solch oberflächliche Träume, sie gedeihen selbst in der Dunkelheit. Auch Häftlinge bilden da keine Ausnahme. Egal wie schmutzig oder widerlich das eigene Leben und die eigene Existenz sein mögen, die menschliche Natur ist beständig. Ja, mag sein, weil... Okay, wir lesen erst weiter. Toluga Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Legende wahr. An einem nebeligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness, ein Schiff voller Urlauber, nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit hieß es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurde bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. 1939 ereignete sich noch ein seltsamer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees, ihre knochigen Hände schrecken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Eieiei, diese Schauermärchen hier, das ist aber nicht gerade was für Touris. Naja, was wollte ich zu dem anderen sagen? Ja, natürlich sieht sich ein Häftling nicht als böse oder Verbrecher an, denn egal was sie gemacht haben in ihrem Glauben, denken sie ja, es wäre in Ordnung. Wo guckst du denn hin? Das macht mich wahnsinnig, da liegt doch nix. Was ist denn da? Ah, er hat doch noch eine Ampulle gefunden. Okay, braver James. Ich meine, selbst die krankesten Mörder und so, die haben das auch aus einem Grund gemacht. Natürlich aus keinem normalen Grund. Aus keinem gerechtfertigten Grund. Aber in ihrem Sinne natürlich schon, ne? Und das ist halt das Bedenkliche daran. Jagdgewehr, Gewehrpatronen. Mal von den Mördern abgesehen, Gewehrpatronen, hey, hier ist ja voll der Jackpot. Von den Mördern abgesehen, die aus Affekt handeln, frage ich mich bei den anderen, die das einfach so machen, aus Spaß oder weil sie es nicht anders wissen, ob das wirklich gut ist, wenn man die früher entlässt. Ah, naja, das Thema gehört hier nicht hin. Wir hatten so ein ähnliches Thema ja sowieso schon mal bei dem Gefängnisspezialisten Murphy.
Held aus Silent Hill Downpour. Aber unser James hier ist sich keiner Schuld bewusst. Was habe ich denn jetzt gefunden? Ach, wieder das Gleiche. Nee, lass mich in Ruhe. Ich mag deine Geistergeschichten nicht. So, ich glaube, ich war überall. Nochmal ein kurzer Check. Da ist so ein kleines Räumchen, das könnten wir mal versuchen. Wenn da denn was geht, gleich hier gegenüber. Nö, geht nix. Na dann. Hier durch. Da geht nix. Da geht nix, da geht nix. Bleibt wohl nur noch das da. Was ist denn das? Ach, so ein Informationsdingens. Ja, wie ihr merkt, es geht überhaupt nichts. Wir haben alles gecheckt. Es geht nur eine Kleinigkeit. Nämlich die Luke hier. Oder? Ja, sie geht. Da ist eine Abdeckung auf dem Boden, aber ich kann sie nicht öffnen. Da ist nur eine Vertiefung, wo früher wohl ein Griff war. Ja, durch unser kleines Rätselchen, das wir gelöst haben, haben wir ja ein Hufeisen bekommen. Und natürlich können wir das Hufeisen benutzen als Griff. Aber wenn ich mir das so angucke, Feuerzeug und Wachspuppe, es reicht natürlich nicht, wenn ich da ein Hufeisen reinlege. Wir müssen das irgendwie auch noch befestigen. Ich weiß, oder irre ich mich jetzt? Ich werde einfach mal ein bisschen rumkombinieren. Mal gucken, ob das klappt. Aha. Na? Ah, war das nicht toll gemacht? Ja, das war natürlich der Vorteil, wenn man es schon mal gespielt hat, aber es war auch ein bisschen ersichtlich, oder? Das waren die drei einzigen Items, die wir gehabt haben. Bevor ich jetzt hier runtergehe, werde ich den Part beenden, Freunde. Ich weiß, es ist ein bisschen früher wie sonst, aber das ist ein wunderschöner Abschnitt. Den möchte ich mir nicht nehmen lassen. Nimmt's mir nicht übel. Deswegen gehen wir hier rein. Aber hey, wir haben ja die Woche noch zwei weitere Parts vor uns. Ist ja so eine Spezialwoche, die ich ins Leben gerufen habe. Bin ich hier falsch? Moment, wo bin ich denn jetzt? Da, da, hier müsste der Speicherpunkt sein. Hinter mir oder so. Ach, da ist er ja. Ja gut, James, dann mach mal Pipi am Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder, Freunde, wenn es wieder heißt Let's Play Silent Hill 2.